Hallo! Sie müssen ein Geschenk verpacken für Geburtstag, Hochzeit oder Weihnachten? Ich zeige dann heute, wie mein Backerl wie dieses hier macht. Wir benötigen zum Verpacken einen Bogen Geschenkpapier in den Maßen 70 x 100 cm, ein Klebeband, eventuell ein Falzbeil, einen Cutter und eine Schere. Für die Schleife benötigen wir Drahtkantenbänder in den Breiten 25 und 40 mm und ein Jute-Gitterband in der Breite von 60 mm. Dazu ein Sauteurband in der Breite von 10 mm, Klebstoff und eventuell Federn. Für das zu verpackende Geschenk benötigen wir nur den halben Bogen. Deshalb glätte ich mit dem Falzbein die Mittelkante glatt. Die glatt gefalzte Mittelkante lässt sich ganz einfach mit Hilfe eines Cutters schneiden. Den nicht benötigten halben Bogen rolle ich zusammen und lege ihn an die Seite. Ich wende den Geschenkpapierbogen mit der Außenseite nach unten. Nun platziere ich das Geschenk im richtigen Abstand zur Außenkante. Der Abstand zur Außenkante sollte in etwa die Breite des Geschenks sein. Ich prüfe nun, ob das Geschenk richtig platziert ist und die Bogengröße so ausreichend ist. Der Bogen muss straff gezogen und geglättet sein. Die eine Seite des Bogens ist etwas zu lang. Ich falze deswegen die Kante um ca. 1,5 cm um. Man sollte auf jeden Fall versuchen, diese Kante gerade zu falzen. Ich prüfe jetzt noch einmal den Abstand zur Außenkante. Auf der einen Seite ist er korrekt, auf der anderen Seite ist zu viel Überstand. Ich markiere den korrekten Abstand, mache einen geraden Falz und kann so den überflüssigen Streifen leicht gerade abschneiden. Ich ziehe das Geschenkpapier an beiden Seiten straff über den Karton. Die gefalzte Kante sollte oben liegen. Es sieht einfach hübscher aus. Jetzt befestige ich das Papier mit zwei Klebestreifen. Auf dieser Seite falte ich als erstes von der kurzen Seite hinunter zu, dann von der Breitseite hinein zu, dann wieder von der Breitseite hinein zu, sehe, dass der Bogen um einige Zentimeter zu breit ist und falze ihn auch um. Den unteren gefalzten Spitz biege ich nach oben und klebe ihn fest. Diese Schachtelseite wurde in der Reihenfolge kurze Seite, lange Seite, lange Seite, kurze Seite gefaltet. Bei dieser Seite biege ich die kurzen Seiten hinein, streife die Kanten glatt. Es ist wichtig, dass alle Kanten immer schön glatt gestrichen sind. Und nun biege ich die langen Seiten hinein. Das Papier fixiere ich wieder mit Klebestreifen. Diese Variante der Faltung gefällt mir besser. Die Seite, wo zuvor der Bogen zusammengeklebt wurde, ist die Unterseite. Die schönere Seite ist die glatte Seite ohne Klebung. Das Grundband für die Schleife ist das Band mit der Breite von 25 mm. Um die Mitte eines Bandes zu erhalten, halte ich die beiden Enden und ziehe sie straff. So erhalte ich den Mittelpunkt. Das Band wird auch ganz straff über das Paket gezogen.
Jetzt wird das Paket auf die Unterseite gedreht und das Band überkreuzt. Die Enden des Bandes werden nun an beiden Seiten des Pakets wieder auf die Oberseite gezogen. Das Band muss immer wieder korrigiert und glatt gestrichen werden, damit es keine Falten bekommt. Die Enden des Bandes überkreuze ich wieder über der Mitte. Um das Band zu fixieren, ziehe ich unter das Band ein 10 mm Satteurband. Ich verknote das Satteurband und ziehe gleichzeitig das Drahtkantenband glatt. Bevor ich aber das Jute-Gitterband verwende, muss ich erst die Enden des anderen Bandes verarbeiten. Dazu lege ich die Enden abwechselnd immer über die Mitte. Da dieses Band die unterste Schicht der Masche bildet, müssen die Schlaufen etwas länger sein. Wenn man nur eine einfache Masche machen möchte und kein anderes Band zufügen möchte, würde das eigentlich reichen. Man kann Doppelmaschen, Dreifachmaschen oder sogar Vierfachmaschen mit einem langen Band, das übersteht, machen. Aber wir wollen hier, da es ein besonderes Geschenk ist, auch eine besondere Masche drauf machen. Ich nehme jetzt wieder das Satteurband, falte das Band über der Mitte etwas zusammen und ziehe das Satteurband fest. Nun kann ich aus dem Jute-Gitterband eine Doppelmasche machen. Wie man eine Doppelmasche macht, habe ich bereits in der Folge 1 erklärt. Die Masche wird in der Mitte zusammengerafft, über die Mitte gelegt und mit dem Doppelsatteurband über der Mitte fixiert. Ich versuche immer, die Farben, die im Papier vorhanden sind, in der Maschenfarbe zu wiederholen. Das ist viel harmonischer. Ich binde nun eine Dreifachmasche, die ich über das Gitterband lege. Auch hier sollten die Enden der Masche ausreichend lang sein. Und zu guter Letzt binde ich noch eine etwas kleinere Vierfachmasche für die Mitte. Auch diese wird mit dem Doppelsatteurband ganz fest angebunden. So, wir haben es fast geschafft. Die überstehenden Enden werde ich jetzt nun etwas verhübschen. Ich wickle nun das etwas schmälere grüne Band über mein Falzbein. Ziehe das Falzbein hinaus und das innere Ende des Bandes hinaus. Nun sieht es aus wie Stoppellocken. Das breite Band falte ich zu einer Treppe. Das mache ich auch mit dem schmalen Band von der untersten Schleife. So.
So, die Enden habe ich jetzt nun etwas gekürzt. In der Mitte klebe ich zwei Federn als kleine Farbtupfer. Die Schleifen noch etwas zurechtzupfen und fertig! Ich hoffe, Ihnen hat meine Folge aus Einfach erklärt gefallen. Das nächste Mal, und da freue ich mich ganz besonders darauf, kommt aus meiner neuen Themenrubrik Pastell, Graphit und Co. die Folge Rastern. Wenn Ihnen meine Videos gefallen, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen!